So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Hier wieder fast in der alten Besetzung, diesmal ohne Priest. Der ist kurz seinen Hund füttern, der ist bestimmt gleich wieder da. Und wir brauchen nach wie vor noch einen Kochtopf. Alles. Und alles, ja. Alles, was wir unterwegs verloren haben, ja. Hier steht ein Auto im Haus, auch nicht schlecht. Drüben bei den Häusern. Ja, bin schon drin. Ich komme da auch mal hin. Oh, sind da viele Zombies unter Wasser. Warte erstmal, bis du ins Haus kommst. Hier ist eine Party. Im Wasser sind, glaube ich, ich würde sagen, 20 bis 25 Zombies. Okay. Alle auf dem Weg zum Haus sind. Ah, ob die vielleicht alle zu mir wollen? Aber ich renne da durch. Mich kriegen die nicht lebend. Ah, ich kämpfe mich da durch. Hinter So, dir. das sollte reichen. Naja, ich versuche die mal hier wegzulocken. Das ist ein kombiniertes Haus mit Zeltlager. Ja. Das ist das neumodische Campen, nicht gewusst. Folgen die mir noch? Ja, ne? Ich zieh die mal vom Haus weg. Dann könnt ihr euch mal die Sachen da angucken. Ich fackel dir's ab. So nach und nach. Oder so. Cooler gefunden. Da Du kannst kommen die gleich ganzen. abbauen und mitnehmen. Aus dem Wasser Nee, kommen es da geht jetzt gerade nicht. alle raus. Hinter mir sind drei Zombies. Drei? Ich hätte nur drei. Oh, hier ist ja noch einer. Unten läuft eine menschliche Fackel. Alter, das ist ja eine richtige Horde. Hier, ich hab hinter was mir. Da bringe ich dir mal was mit. Was hältst du denn dann von wem da so? Was hältst du denn hier von meinen? Muss ich auch noch abfackeln. Wollt euch jetzt nicht hier alle Zombies töten, oder? Doch, doch. Dann ist die Area gleich sauber. Außerdem looten. Keine Lust erschlagen zu werden, wenn ich irgendwas Tolles finde. Na, Freund, was willst du von mir? Wo, was kommt da? Ah, die Alte. Nee. Das gibt's auch nicht. Und weg ist er. Zum Glück hatte ich nur Steine und so einen Scheiß. Müssen wir langsam rangehen. Du, kommst du auch noch her? Ja, Ist ich mach genug. erstmal noch alles hier raus. Es ist genug für alle da. Kannst auch nicht weiter nach hinten gehen, weil die dann von hinten von auf einmal kommen. Pass auf, hinter dir. Wo sind meine Pfeile hin? Der hast du gerade das Gesicht weggeschossen, glaube ich. Hab ich die alle verschossen? Kommen gerade ganz paar viele. Ich hab Auch keine eine Pfeile mehr. Fackel wäre geil. Ja, Kohle. Also das wäre eigentlich auch mal so eine Sache, dass wir uns gerade ein bisschen Kohle aus irgendeinem verbrannten Gebiet oder von irgendeiner oberflächlichen Quelle besorgen. Verflixt. Die ist feuerfest. Ne, jetzt brennt sie. Halleluja. So, das Haus wollten wir uns angucken. Nein! Von hinten Zombie, ach fick dich doch. Jemine. Weißt du, ich bin ganz allein auf weiter Flur. Ja, ich glaube, Du deine hast den Begleiter sind ganzen gerade. Spaß für dich. Oh, wie großzügig. Du Ah, guck mal Fackel. da mit Wohngarage. Naja, Wohngarage. Der neue Baustil, extra modern. Wir können dann noch ein paar Bandagen herstellen, so allgemein, um Blutungen und so zu stoppen. Dead.
kann zum dem Baum. Was sind hier viele Zombies? Dann loote du. Ah, ein Rohr. Das bringe ich mal ganz schnell weg. Das ist eine gute Idee, ja. Rohr ist schon gleich weg. Leute, was wollt ihr denn alle von mir? Nehmen wir mal an dein Fleisch. Brains. So, ich lock Fleisch auch eben kurz aus. Wollt's auch was essen? Auch doch noch mal was Leckeres essen. Ich loote dann mal was hier irgendwie von dem Ganzen hier. Ups, das ist ja schon empty. Alter Schwede, ich habe ungefähr 40 Zombies hinter mir. Du lootest mal gemütlich, ja? War schön für dich. Einer muss ja gucken, dass er mal an was kommt. Alter, ich schick dir gleich die 40 Zombies vorbei. Bis später. Bis gleich. Ich guck hier gerade, ob ich irgendwo ein Kohle. Jawoll! Man braucht nur Kohle sagen, schon taucht vor einem eine auf. Ich konnte mich gerade an einen Waffensafe dran bauen. Na, wenn die Hälfte vom Haus fehlt. Ich habe schon mal zweimal Kohle gefunden. Hast du hier in dem Lagerfeuer unter dem Auto zufällig einen Kochtopf gefunden? Nee, leider nicht. Ah, oh, na toll, war das alles. Och! LOL! Wir haben beide gleichzeitig zugeschlagen, die Alte und ich. Und sind beide verreckt jetzt. Na super. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben beide gleichzeitig zugehauen. Da wurde der Schlag für beide gewertet. Damit ist die Kohle wieder weg. Oh Mann, gibt's doch nicht. Ich verhungere gerade. Schon wieder. Dann geh am besten mal kurz nach Hause, um zu schauen, was wir da noch zu essen haben. Ich glaube. Oder ich kann dir Fleisch geben, dann kannst du mitnehmen und grillen. Warte. Siehst du die Horde? Ja, bitteschön, hier das Fleisch. Dann grill ich das mal. Folgt der Fackel. Ich komme jetzt langsam wieder in Richtung Haus. Da ja keiner mehr da ist, dass er ablenkt. Na toll, also wirklich viel habe ich hier in dem Haus nicht gefunden. Ja, das ist leer. Verflixt. Ach du großer Gott. Das schaue ich mir mal von unten an. Ich muss mal noch die ganzen Woodframes hier ablegen, bevor ich die verliere. So. Dann müssen wir mal nach Federn schauen, damit wir hier die Horde irgendwie abgelenkt kriegen. Also 19 Federn habe ich noch. Einen Ofen haben wir ja, ne? Also ja. Ich hole jetzt mal ein bisschen Eisen und Clay, damit wir wenigstens schon mal die Eisenproduktion so ein bisschen auch ans Laufen kriegen, oder? Ja. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass man hier am Rand kein Wasser holen kann. Und auch nicht, wenn du auf dem Wasser draufstehst irgendwie. Mhm. Muss Duke sagen, er soll zwei Woodframes nehmen. Einen unten drunter setzen, einen daneben. Und dann stellst du dich immer auf den Woodframe drauf und dann kannst du Wasser nehmen.
Das ist aber kompliziert. Bei uns eine Wasserquelle. Bräuchten wir aber einen Eimer, um sowas zu machen. Brauchen wir wiederum Eisen. Stehen wir wieder da. Ach Mist. Teufelskreislauf. Ja. Da hinten fällt jemand Bäume. Bäume? Ich glaube, der hackt Steine. Wollte gerade Steine. sagen. Ich fälle Steine. Das werde ich jetzt auch machen, aber dafür brauche ich erstmal eine Steinaxt. Hatte ich aber eine in eine Kiste gelegt. Ist mir auch erst später gekommen, dass ich noch eine Steinaxt brauche. Da war ich schon auf dem See. Guten Hunger, was auch immer du da isst. Waldpilzsuppe. Wir hatten nichts anderes mehr. Wir müssen morgen unbedingt einkaufen fahren. Der ganze Kühlschrank ist leer gefressen. Ja gut, das ist nun mal so, ne? Wenn du den Mann allein zu Hause lässt, 4 Tage lang, ne? Dann ist alles leer, ja. Als wenn ein Mann einkaufen fährt. Wie lange hast du jetzt noch sturmfrei? Gar nicht mehr. Ist ja seit heute Nacht 5 Uhr vorbei. Oh. Soll ich sagen, du Armer? Oder soll ich lieber sagen, du Glücklicher, dass du morgen wieder was zu essen kriegst? Ja, auf der Arbeit ist das ja nicht so schlimm. Da kannst du dich noch bei den Kollegen durchschnurren, ne? Wozu hat man Kollegen, genau? Genau. Morgen ist, morgen ist sowieso Montag, dann bringen die sowieso alle die Reste vom Wochenende mit. Hast du weitergemacht, oder? Ja. Ah, okay. Deine Sachen sind noch da. So, Clay, da ist es doch. Was? Okay. Wir haben Clay. Ja. Stimmt, Clay brauchen wir ja auch noch. Für die ganzen Moles. Ich verstehe die Ordnung, die aktuell in diesen Kisten herrscht und das Ganze. Es gibt keine Ordnung. Das ja. erklärt einiges. Denkt an die Vogelnester, wir brauchen die Federn. Oh, da hätte ich gerade 9 Stück gefunden, finde ich. Irgendwie höre ich hier gerade schon wieder was zischen. Und das ist sehr nah, das beunruhigt mich etwas. Ja, die sind wahrscheinlich alle unterm Haus. So. Ich würde sie direkt neben mir stehen, ey. Also Federn haben wir, 67 Stück hier. Echt? Ja, wie gesagt, die Ordnung der Kisten. Die es nicht gibt, ja. Also, seid ihr schon bei die Häuser? Das Haus ist schon leer. Ja, ich bin nur 10 Minuten weg, bin. Was glaubst du, wie lange wir brauchen, um so ein Haus leer zu räumen? Okay. Irgendwas schlägt hier. Ich schlag hier auf den Dings, das ist aber einige Meter entfernt, wieso? Das hört sich ja an, als würde ein Zombie hier auf unsere Sachen schlagen. Oder versuchen zumindest. Achso, hörst du Luftlöcher schlagen? Mhm. Oh, ich hab Kursika noch gar nicht in der Liste. Iron Fragments, echt jetzt? Ich habe jetzt 4 Steine kaputtgeschlagen. Ja. Oh, das ist praktisch. Hier ist LED an der Oberfläche. Und Gravel. Ah ja, stimmt. Gravel haben sie ja auch nochmal reingebracht. Für den Nostalgiker oder was?
Nee, für Concrete. Da gibt's ja jetzt auch, glaube ich, das neue Rezept. Ich bin ausgestiegen. Da sind eine Menge Zombies hier unter der Hütte. Ja. Wow. Schnapp dir eine Waffe und mach sie weg. Nee, nee. Laufen wir auch in irgendeine Richtung und schauen mal, was da ist. In welche Richtung laufe ich eigentlich? Da, wo ihr seid. So, wie sieht's denn hier aus? Mal ein bisschen reinzoomen hier. Ach, da hinten ist da. Dass man jetzt die ganzen Ressourcen hier auf der Karte sieht, diese Steine und Bäume, finde ich aber auch interessant. Ich stehe, das ist mir noch nicht wirklich aufgefallen. Hol ich mir doch. Aber wenn man bedenkt, wie das Spiel mal angefangen hat. Respekt. Die haben schon wirklich viel reingebracht. Ja, hat sich gemausert, muss man echt lassen. Sag mal, buddeln die den See noch tiefer oder was haben die vor? Jetzt habe ich den Hasen nicht mehr gefunden, der war neben einem Stein und irgendwie hat es gleich ausgeschaut. Stein und der Hase. Und plötzlich war er weg, ne? Ja, das kenne ich. Ne, der war schon da. Der Hase hat sich gerade vor meine Augen in so einen ekligen Dingerbatzen verwandelt. Ja. Er ist gestorben, vor meine Augen. Nein, ein lebendiger Hase. Der ist gerade noch rumgehöpselt und auf einmal ist er gestorben und ist so... Vielleicht ist er auch verhungert. Was ist denn das für ein Mist? Du kannst Tiere auch verletzen und dann sterben sie, weil sie verbluten. Ja, genau, das habe ich gehört. Mit den Pfeil und Bogen verbluten die. Also auch mir verbluten, wenn wir getroffen werden. Da hinten ist noch ein See. Jetzt habe ich mal hier grob alles einsortiert. Ich hoffe, du bist halbwegs zufrieden mit der Ordnung. Wenn nicht, kannst du doch gerne umsortieren. Brauchen wir Ei rein, oder was? Ja. Drei Steine hämmern. Könnt noch mal Wasser abkochen und dann Tee kochen. Aber wir haben ja keinen Topf. In welcher Richtung seid ihr gerade unterwegs? So, in alle, glaube ich. Ja, irgendwie ein bisschen verteilt. Dann gehe ich mal nach Osten. Ein Buch und ein Röhrchen gefunden, naja, okay. Guck mal, ob ich da vielleicht ein Lager finde, Camp irgendwas, wo ein Topf drin ist. Hast du Sachen für den Tee alle hier gelassen? Weil ich kann gleich Tee kochen, ich habe hab nichts mitgenommen, außer ein Wasser und meinen Waffen. Widerspenstig. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Oh, ich werde eingekreist. Oh, Wasser bremst aber ganz mies. Oh Gott, ich bin außer Puste. Ich brauche dringend zum Essen. Komm, guck mal, ja. Vielleicht ist das Fleisch da fertig, das ich angebraten habe. Huch! Wow, habt ihr eigentlich schon gesehen, was unter der Plattform ist? Mhm. Habt ihr die da alle hingelockt? Die sind vom Haus dahin gelaufen, gehe ich stark von aus. Mhm. Jeden Zombie, den du nicht umnockst, rennt dir erstmal hinterher. Ja, jetzt verhungere ich so langsam, tatsächlich. So langsam kriege ich Hunger.
Oh, da unten ist echt Party. Kommen wir jetzt noch nicht zurück. Habt ihr denn jetzt das Haus komplett durchsucht? Also der ist feuerfest, ja. Den habe ich 7-mal gehauen und der brennt nicht. 8-mal. 9-mal und der brennt, jawohl. Spätestens wenn du einen Zombie mit der Fackel ausnockst, komplett, dann läuft was schief. Also die Hasen haben irgendwie keine Angst. Stimmt, wir laufen gar nicht mehr davon. Wer auch immer noch an Land ist und versucht wieder zurückzukommen, bitte Holz mitbringen. So ein, zwei Bäume für zum Verheizen. Ja, oder auch Kohle, soll mir egal sein. Fleisch mit. Nein! Beweg dich halt nicht. Blödes Vieh. Es sei denn, dass die Hirsche jetzt schon mit einem. Oh, Priest. Das da, der Kratzer war aber mies. Hier schon mit einem Schlag schon weg sind, ne? Mit. Oder hat jemand anders? Wer da hat ein Handy am Rechner? Ich hab ein Handy am Rechner, war ich zu nah dran. Weiß ich nicht. Dann war ich's nicht. Also das Haus ist schon leer, oder wie? Ja, die Häuser, Zelte, da, du kannst wissen, die Zelte alle kaputt schlagen und Dings einsammeln, die Klops. Das wollte ich gleich machen. Ich wollte eben noch ja eine Axt herstellen. Ich nehme die Stühle, müssen wir mitnehmen. Brennen. Pika mitnehmen. Das fahren doch nichts mehr. Hier oben ist er safe. Wart ihr da drin, ne, oder? Nee. Doch, alles schon leer, glaube ich. Kann doch nicht sein, die Tür ist doch. Die ist doch locker. Ja, aber ich glaube, Link hat sich mit Woodframes außen rumgebaut. Ja. Ach so, okay, also ihr wart definitiv schon hier oben. Safe ist. So, jetzt blicke ich hier auch gerade nicht mehr durch. Dann reiß ich mal die Zelte ab. Ja, das ist eine gute Idee, die ganzen Kloss. So. Wer ertrinkt hier? Ich. Ich wollte nur unsere Wasserquelle eben hier so ein bisschen. Wir könnten auch einholen. Mal einen Abdruck von einem Glas machen. Schon fertig, schon alles fertig. Dann ordentlich Wasser abkochen und damit die Eier mal gar kochen. Ja. Du bräuchtest nur noch ein bisschen Sand. Müsstest du noch mitbringen. Sand. Sand. Ich bin hier am Fluss, kann ich machen. Ach, da unten. Aber hier sind so viele Zombies gerade. Lass da nicht eigentlich zusammenfallen, Breeze? Ja, irgendwann schon, ne? Oder, ja, das wird bestimmt gehalten wegen dem Holz hier drin. Ja. Oh, schon mal das Holz hier kam drin kaputt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Achso, ich war ja noch am Pfeilecraft. Muss nur das Holz kaputt hauen. Ja, trotzdem, unten müssen wir trotzdem weghauen. Sonst fällt's ja nicht. Oh, stirbst du gerade? Hä? Also, durch Essen stirbt man langsam. Ja. Also, nicht so schlimm, wenn Essen fällt. Ach, scheiße, ach Mann, da drehte sie extra. Das Zelt hat mich auf jeden Fall nicht umgebracht. Unsere Federn habe ich auch nochmal ordentlich gefunden. Bitte nicht vergessen, Holz mitzubringen, ne? Wir bräuchten hier Holz. Ja,
Ja, Holz ist echt Mangelware, das stimmt. Puh, ja, Holz. Ey, hier ist ein Lagerfeuer unterm Auto. Wie geil ist denn das? So. Das Auto. Können wir schieben, ne? So, dann habe ich jetzt mal gleich noch mal ein bisschen Munition. Die haben aber auch nichts Gescheites dabei, die Zombies hier. Meine. So, in diese Richtung da hinten war noch keiner. Irgendwas müssen wir uns mit den ganzen Zombies hier unten noch einfallen lassen. Pipe-Bombs. Ja, die machen ja nicht mehr so wahnsinnig viel Schaden an denen, weil wir ja die auf richtig übel stehen haben. Dann halt jede Menge Pipe-Bombs. Mehr Pipe-Bombs. Was hilft gegen zu wenig Schaden? Mehr Schaden. Hier ist echt was los hier, ne? Ja, da unten, ne? Die Zombies sollte man töten. Da ist bestimmt noch was Schönes dabei. Ja, aber habt ihr Holz mitgebracht, wenn ihr jetzt alle nach Hause kommt? Sonst lasst ihr euch nicht auf die Plattform. Ich habe Holz gesammelt, ja. Am Fluss. Ich habe eine Pistole dabei. Für was brauchst du Holz eigentlich? Ja, zum Verheizen hier, um das Feueralarm. Das haben wir schon. Das haben wir schon dabei. Wo brauchst du denn das Holz hin zum Verheizen? Ganz oben links. Ganz oben links ist die Holzkiste. Ja. Ich habe doch gerade einen Baum gehackt. Warum ist das Holz noch in meinem Inventar? Das kann ich dir nicht sagen. Also hier war schon mal jemand. Bei den beiden Feuern, ne, ist das so, dass ich die rechte Kiste, die rechte untere Kiste für Rohprodukte erstmal nehme und die zweite von rechts für Fertigprodukte. Okay. Für die, die fertiges Essen und fertiges Trinken suchen, halt, wie gesagt, die zweite von rechts. Ich gehe weiter Holz schlagen. Ja, warte hier, nimm eine vernünftige Axt mit. Oh, beim Anvisieren geht mal unter. Du hast schon eine Feuerwehraxt? Oh, ja, okay. Die ist fast kaputt. Okay. Breeze, was wolltest du machen? Also erst einmal hier Wasser nachfüllen. Oh ja, Wasser bräuchte ich auch. Mittlere Kiste, müsste schon fertiger Tee drin sein, theoretisch. Kannst dein Wasser gegen Tee tauschen. Hülle reinschmeißen. Ja, ein Tee war noch drin. Holzhacken. Sag mal, warum haben die nichts mehr dabei? Ah, Painkiller, geht doch. Wo hast du die Antibiotika so hingemacht? Die habe ich, keine Ahnung, die habe ich nicht umgelagert, wirklich. Ich glaube, davon hatten wir schon keine mehr. Doch, doch. Doch, doch, okay. Soll ich das Holz dann gleich in Woodplanks umwandeln? Oder grobes Holz? Ein grobes Holz habe ich ja erstmal 5 Stämme, habt ihr mir ja gebracht, aber du kannst mir gerne noch mehr davon bringen, von dem Zeug. Ja, das verbrennt ja ruckzuck. Deswegen. Ja.
Will einer Breeze, sonst soll ich dir eine Picking Axe bauen, dass du mal losgehst, vielleicht gucken, ob du irgendwo Metall findest, halt Eisen. Steine halt, ne? Oder Steine, ja genau, dass du die Steine oberirdisch alle abbauen kannst. Ich baue dir mal eine Picking Axe. Also Glowsfragmente haben wir jetzt auch, wie blöd. 500 Stück ungefähr. Ja, durch die Zelte. Zelte machen es möglich. Ein wenig Eisen haben wir noch da. Wo soll ich das hinschmeißen? Über den mittleren Ofen, genau. So, Jungs, aber es ist erstmal die Folge zu Ende. Achso, okay. Schon wieder, ja. So schnell vergeht die Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann schaltet beim nächsten Mal ein. Und ja, nächste Folge gibt es wahrscheinlich morgen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.